Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich die Schulpflicht thematisieren. Hier in Deutschland gibt es ja die gesetzliche Schulpflicht, die ist seit ein paar Wochen aufgrund von Corona außer Kraft gesetzt. Die Schulpflicht gibt es in Deutschland einheitlich für das gesamte Gebiet seit 1919. Davor gab es nur in einigen Gebieten die gesetzliche Schulpflicht, unter anderem in Sachsen, ich glaube seit 1835. Mit der Weimarer Republik 1919 kam dann die gesetzliche Schulpflicht für ganz Deutschland. Da könnte man auch mal schauen, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, ein bisschen mehr hinter die Kulissen schaut, was war noch damals im Kaiserreich, also war das Deutschland freier und was war mit der Weimarer Republik? Ja, war Deutschland da wirklich frei? Wer hat diese Schulpflicht, diese ganzheitliche Schulpflicht beschlossen? Wer stand denn hinter den Verantwortlichen der Weimarer Republik, die dieses Gesetz verabschiedet haben? Das sind einfach nur so Gedanken oder Fragen, die man sich dann auch einfach mal stellen könnte. In den meisten europäischen Ländern gibt es keine gesetzliche Schulpflicht, stattdessen eben die Unterrichts- oder Bildungspflicht. Das heißt, die Kinder müssen nicht zwingend in eine staatliche Schule oder eine staatlich anerkannte Ersatzschule gehen. Also Homeschooling ist in vielen europäischen Ländern, aber auch zum Beispiel in den USA oder Kanada möglich. Ich habe hier auf diesem Kanal schon in mindestens zwei Videos das Freiland thematisiert. Ich hatte mit der Line Fuchs von der Wildnisfamilie zwei Interviews hochgeladen. Die Line Fuchs lebt mit ihrer Partnerin und ihren Kindern in Portugal. Also aufgrund dieser Situation hier in Deutschland, also der gesetzlichen Schulpflicht, gibt es viele Familien, die ins Ausland gehen. Also ich kenne persönlich auch einige Familien, die sich dazu entschlossen haben, Deutschland zu verlassen, weil sie ihren Kindern eine freie Bildung ermöglichen wollen. Ich werde euch eines der Videos mit Line Fuchs oben in den Infokarten verlinken, wenn ihr das Interview gern nachschauen möchtet. Ich beschäftige mich seit circa 2012, 2013 mit dem Freilernen, mit Homeschooling. Das kam auch daher, dass mein ältester Sohn, der jetzt 15 ist, ja schon in der Grundschule einige Probleme hatte. Also jetzt nicht unbedingt mit seiner Lehrerin oder mit der Klasse, sondern einfach mit dem Druck, der in der Schule aufgebaut wurde, also mit dem Leistungsdruck. Und er hatte auch sehr gelitten. Und da habe ich mich einfach auch begonnen, mit Freilernen, mit Homeschooling zu beschäftigen. Ich betreibe ja schon seit vielen Jahren bedürfnisorientiertes Begleiten mit meinen Kindern. Ich hatte ja auch schon ein Video veröffentlicht, wo ich zum Beispiel das lange Stillen thematisiert habe, das Familienbett oder auch das Tragen, vor allem von Babys und Kleinkindern. Ich werde das Video auch mal oben in den Infokarten verlinken. Das habe ich schon vor einigen Jahren hochgeladen. Bei mir hat sich dann auch immer wieder die Frage gestellt, hört dieses bedürfnisorientierte Begleiten von Kindern hier in Deutschland mit der Schule auf? Also es gibt ja auch einige alternative Schulen, Waldorfschulen, Montessori-Schulen, aktive Schulen, freie Schulen. Aber die gibt es nicht in jeder Stadt oder ja, nicht in jeder kleineren Stadt. Und auch gerade hier in Leipzig gibt es sehr wenige alternative Schulen, auch gerade Waldorfschulen, im Gegensatz zum Beispiel zu Dresden, was ja auch eine Großstadt in Sachsen ist. Also das ist schon auffällig hier. Für diese Großstadt Leipzig gibt es wenig alternative Schulen. Und viele Kinder müssen dann eben auch auf staatliche Schulen gehen. Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Menschen über diese Thematik Freilernen, Schulpflicht, bedürfnisorientiertes Begleiten gesprochen und bemerke schon, dass immer mehr Menschen sich für diese Thematik öffnen. Es gibt natürlich auch gerade im familiären Bereich bei uns auch Menschen, die eher konservativ denken und die dann sagen, ja, für Kinder ist Bildung wichtig, aber sie vergessen, dass Bildung nicht unbedingt an Schule gekoppelt ist. Ja, Bildung kann auch außerhalb der Schule stattfinden. Und das ist auch eine Thematik, wo ich finde, dass wir uns da auch dafür öffnen dürfen. Mir geht es auch bei den Diskussionen mit den Menschen oder auch mit meiner Familie nicht darum, dass die Schule abgeschafft werden soll. Aber was Fakt ist, die Schule müsste reformiert werden. Also das ist auch vielen Menschen, die für die Schulpflicht sind, klar. Was ich eher mit so in die Öffentlichkeit bringen möchte, dass Homeschooling oder Freilernen, also Menschen oder Eltern, die das durchführen wollen mit ihren Kindern, dass das nicht mehr kriminalisiert wird. Ich hatte ja schon die Familien angesprochen, die Deutschland verlassen,
um mit ihren Kindern Freilernen oder Homeschooling zu praktizieren. Aber es gibt auch Eltern, die dann unterm Radar laufen, ja, die sich andere Wege einfallen lassen, um ihre Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten, was die Bildung einfach angeht. Und diese Menschen werden in Deutschland kriminalisiert. Sei es in manchen Bundesländern gibt es eben, oder ist das Brechen der Schulpflicht zum Beispiel eine Straftat, dann könnte die Polizei vor der Tür stehen oder das Jugendamt. In anderen Bundesländern ist es zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit, dann müssen diese Eltern eben oder haben dann eben mit Bußgeldern zu rechnen und müssen dann Bußgelder bezahlen. Also ich würde mir wünschen, dass die Schulen reformiert werden, dass auch einfach das Individuelle der Kinder gesehen wird, dass die Stärken der Kinder weiter ausgebaut werden, dass sie ihr Potenzial entfalten können und dass eben Homeschooling und Freilernen in Deutschland nicht mehr kriminalisiert werden. Und ich hätte niemals gedacht in diesen letzten Jahren, dass ich das nochmal erlebe, dass die Schulpflicht in Deutschland aufgehoben wird, wenn voraussichtlich auch erstmal nur für eine bestimmte Zeit und aus einem bestimmten Zweck, was nicht damit zu tun hat, dass Kinder sich jetzt freier entfalten können. Also ich bin zu 100% für ein freies Lernen ohne Strafverfolgung. Also selbstbestimmtes Lernen, bedürfnisorientiertes Lernen und Begleiten sollte nicht mehr kriminalisiert werden. Und es darf ein Umdenken stattfinden, was Bildung anbetrifft. Natürlich muss man dazu auch sagen, dass nicht jedes Kind freilernen kann oder Homeschooling mit seinen Eltern praktizieren kann. Für viele Eltern ist es schlichtweg aus zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht möglich, ihren Kindern das zu Hause zu ermöglichen. Aber ich habe viele Eltern kennengelernt, die auch die Not ihrer Kinder gespürt haben. Also viele Eltern kommen ja auch zu dem bedürfnisorientierten Lernen bzw. Freilernen und Homeschooling, weil sie merken, dass ihre Kinder in der Schule nicht glücklich sind, dass eine Wesensveränderung stattfindet. Und es gibt dann auch immer wieder Eltern, die versuchen dann aus diesem System herauszugehen und ihren Kindern wieder mehr Freiheit zu ermöglichen, indem sie eben auch das Land verlassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist zwar nicht für alle Eltern möglich, aber wo die Not wirklich so groß ist, der Druck so groß ist, dann ist es auch für die Eltern möglich, das irgendwie einzurichten, um mit ihrem Kind mehr in die Freiheit zu gehen. Also selbstbestimmtes Lernen ist vielleicht nicht für jede Familie, für jedes Kind geeignet, aber für diejenigen, die sich so am besten entfalten können, sollte es nicht verboten sein. Ich habe kürzlich bei einer Facebook-Freundin einen Text gelesen, der mich sehr berührt hat und ich habe auch die Erlaubnis, diesen Text für ein Video zu verwenden. Liebe Facebook-Freunde, jetzt will ich auch mal was sagen. Keine Sorge, ich werde mich nicht zu Corona äußern, das überlasse ich allen Experten. Ich möchte etwas zu den positiven Auswirkungen des gerade nicht vorhandenen Schulsystems sagen. Mein ältester Sohn, 2. Klasse, ist jetzt seit 4 Wochen zu Hause, vor der Schließung wegen Krankheit schon zu Hause. Ich erlebe ihn seit der Schuleinführung endlich wieder fröhlich, befreit, vor Ideen übersprudelnd und neugierig. Ich erlebe einen Menschen, der Freude am Tag hat und wieder gerne lernt, freiwillig und mit Spaß. Er zieht wieder die bunten Klamotten aus seinem Schrank an und es ist egal, was vorne drauf ist. Er erlebte von Anfang an in der Schule Abwertung und Mobbing. Es wird genau geschaut, wessen Shirt zu grün, zu bunt, zu irgendwas ist. Und es gibt tatsächlich Kinder, die von Gucci sprechen. Wohlgemerkt, an der Schule sind nicht mehr als 60 Kinder und wir sind hier im tiefsten Hinterland. Wie oft hat er geweint und in wütenden Aggressionen versucht abzubauen, wogegen er sich nicht widersetzen kann. Das ist nun alles weg. Innerhalb von 4 Wochen. Ich sehe dieses Strahlen wieder. Ich freue mich jeden Tag über dieses Lächeln, was ich lange nicht gesehen habe. Ich ahne, was falsch läuft da draußen und weiß, dass ich vieles nicht ändern kann. Aber vielleicht ist das der Zeitpunkt, über dieses desaströse, längst nicht mehr zeitgemäße Schulsystem nachzudenken. Vielleicht ist es wirklich nicht der richtige Weg, alle zusammen in einen Raum zu sperren und zu hoffen, dass sie das Wichtigste schon irgendwie mitbekommen werden. Er hat in diesen 4 Wochen mehr gelernt als in einem halben Jahr Schule. Nicht, weil die Lehrer ihren Job nicht gut machen würden, sondern weil wir 1:1 für ihn da sein können, weil wir keinen 25 Kindern gleichzeitig Wissen vermitteln müssen. Ich denke, es ist an der Zeit, diesen Weg endlich zu öffnen, dass Kinder selbstbestimmt zu Hause und auf der ganzen Welt lernen dürfen, ohne sich strafbar zu machen, ohne sozialen Zwang und dem Ganzen drumherum, was Lernen eher erschwert als fördert. Ich kann ihn nicht guten Gewissens einfach wieder in die Schule schicken, wo alles wieder von vorne losgeht. Bitte,
Jetzt ist der Moment, wo vielleicht noch mehr Eltern klar wird, was für ein künstlicher Druck dort ausgelöst wird. Es wird Zeit für freies Lernen ohne Strafverfolgung. Also das war jetzt der Text von der Facebook-Freundin. Und es verdeutlicht vielleicht auch diesen Druck, diese Not, unter dem viele Kinder stehen, wenn sie in die Schule gehen. Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder mit Freilernen, Homeschooling, bedürfnisorientierten Begleiten beschäftigt, habe ja viele Nachrichten bekommen, mich mit vielen Menschen ausgetauscht. Was immer wieder klar wird, die meisten Menschen oder die meisten Kinder gehen gern zur Schule wegen ihren Freunden. In der ersten, zweiten Klasse macht vielleicht auch noch das Lernen Spaß. In der Grundschule wird ja generell nicht so viel Druck aufgebaut. Aber je älter die Kinder werden, umso weniger gern gehen sie zur Schule oder spüren da auch so ein Muster hinter und gehen vor allem wegen ihren Freunden in die Schule. Ich würde mir eine Schule wünschen, die als Einladung zum Lernen gilt, wo die Kinder wirklich auch gern hingehen, wo sie es gar nicht erwarten können, in die Schule zu gehen und sich entfalten können, ja, wo wirklich viele interessante Sachen passieren, wo ja die Kinder auch individuell betrachtet werden, nicht nach Schema F. Also das würde ich mir wünschen, Schulen, die einfach das Potenzial der Kinder erkennen und dieses auch fördern. Es gibt auch 4 Bücher, die ich euch zu dieser Thematik empfehlen kann, und zwar das große Unschooling-Handbuch Freilernen, die ganze Welt als Klassenzimmer. Dann gibt es das Buch Schulfrei, Lernen ohne Grenzen von Stefanie Mosenia. Bei ihr war ich auch schon bei einem Vortrag. Die war hier in Leipzig und hat einen Vortrag gehalten. Sie ist auch mit ihrem Sohn für ein paar Jahre nach Kanada ausgewandert, da ist ja das Freilernen oder das Homeschooling erlaubt und sie hat da über ihre Erfahrung gesprochen und ist auch so, in Kanada gehen vielleicht viele Kinder zur Schule, aber wenn man da sagt, ja, mein Kind macht Homeschooling, dann wird das allgemein akzeptiert, während man das hier ja in Deutschland nicht sagen kann. Da werden Menschen, die das sagen, eher schräg angeguckt oder man sagt, ich gehe mit meinen Kindern ins Ausland, um das Homeschooling oder das Freilernen zu praktizieren, da runzeln viele nachdenklich mit der Stirn und es wird eher nicht so gut geheißen von den eher konventionell eingestellten Menschen. Dann gibt es noch ein sehr gutes Buch von Gordon Neufeld, Unsere Kinder brauchen uns. Er hat den Begriff gleichaltrigen Orientierung geprägt und er geht davon aus, dass die gleichaltrigen Orientierung, wie sie halt eben in Schulen stattfindet, den familiären Zusammenhalt stört, die Entwicklung zur wahren Eigenständigkeit blockiert und die Atmosphäre in den Schulen vergiftet und auch eine aggressive und sexualisierte Jugendkultur fördert. Auf alle Fälle auch ein sehr interessantes Buch, was ich euch empfehlen kann. Dann gibt es noch ein Buch von Michael Hüter, Kindheit 6.7, ein Manifest, es ist höchste Zeit, mit unseren Kindern neue Wege zu gehen. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, das hat mir aber eine gute Freundin empfohlen, die auch mit ihren Kindern, also sie und ihre Familie, streben mit ihren Kindern auch das Freilernen an, das bedürfnisorientierte Begleiten. Ich lese mal kurz vor, was hinten auf dem Buch steht. Ein leidenschaftliches Plädoyer und Manifest für ein wieder menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern, für eine neue Wertschätzung der familialen Sozialisation und für vollständige Bildungsfreiheit. In dem großen Unschooling-Handbuch habe ich von einer interessanten Studie gelesen, einem interessanten Experiment. Es ging um die Effekte intrinsischer Motivation im Lernprozess. Also intrinsisch bedeutet ja, von selbst heraus, aus dem Innen heraus, also diese innere Motivation für das Lernen. Ich werde euch das mal kurz vorlesen. 2 Gruppen von Grundschülern wurden gebeten, etwas zu lesen. Einer Gruppe wurde gesagt, dass sie über das Gelesene abgefragt würden. Der anderen Gruppe wurde nichts über einen Test oder eine Abfrage des Gelesenen gesagt. Als beide Gruppen getestet wurden, zeigte die Gruppe, die den Test erwartet hatte, deutlich besseres Auswendiglernen, aber die Gruppe, die den Test nicht erwartet hatte, hatte die Inhalte des Gelesenen besser verstanden. Interessanterweise kehrten die Forscher eine Woche später zurück und testeten die beiden Gruppen noch einmal. Wie sie erwartet hatten, erinnerte sich keines der Kinder an so viel wie im ersten Test. Überraschenderweise jedoch hatte die Gruppe, die den Test erwartet hatte, weitaus mehr vergessen als die Kinder, die das Material einfach gelesen hatten, ohne einen Test zu erwarten. In Studie um Studie, zu Hause, in Schulen, in Firmen, waren die Ergebnisse ähnlich. Menschen, die selbst entscheiden dürfen, wie sie sich verhalten, treten kompetenter und effektiver auf als diejenigen, deren Verhalten von anderen streng kontrolliert und beurteilt wird. Ich verlinke euch die 4 Bücher unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Zum Schluss möchte ich euch einen Online-Kongress empfehlen, der passt wirklich gerade wunderbar in diese Zeit,
Dieser Kongress heißt Bildungswunder, eine Revolution der Kinder. Viele Experten äußern sich zur selbstbestimmten und freien Bildung. Ihr könnt euch bei diesem Online-Kongress kostenfrei anmelden. Ihr bekommt dann jeden Tag eine Mail und es werden dann einige Interviews freigeschaltet. Die könnt ihr 24 Stunden lang kostenlos sehen und dann am nächsten Tag gibt es die nächsten Interviews. Der Kongress hat am 2. April begonnen, läuft noch bis 11. oder 12. April. Also es gibt noch einige Tage, wo ihr euch gut über diese Thematik informieren könnt. Ihr findet den Link zu diesem Online-Kongress unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Gerald Hüther hat ja auch gesagt, ein guter Schulabschluss ist kein Indikator für Intelligenz, sondern von guter Anpassungsfähigkeit. Und ich finde, das ist ein Ausspruch, über den man wirklich tiefgreifend diskutieren könnte. Die Schulpflicht ist ja in Deutschland für einige Zeit ausgesetzt. Bei einigen Familien kommt Freude auf, gerade bei Kindern, die in Schulen Mobbing, Ausgrenzung, Aggressivitäten ausgesetzt sind. Die frohlocken natürlich, weil sie dem jetzt gerade entkommen können. Und wenn sie auch Eltern haben, die bedürfnisorientiert begleiten, dann haben diese Kinder jetzt vielleicht erstmal für ein paar Wochen eine bessere Zeit als in der Schule. Das ist die eine Seite der Medaille. Wir wissen aber auch, dass es Familien gibt, in denen häusliche Gewalt alltäglich ist oder auch Missbrauch. Diese Kinder sind jetzt in dieser Zeit natürlich mehrfach diesem Missbrauch oder der häuslichen Gewalt ausgesetzt. Also die Medaille hat immer zwei Seiten, das darf man nicht vergessen. Diese Kinder, die eher der häuslichen Gewalt ausgesetzt sind oder auch dem Missbrauch, die können während der Schulzeit diesem Jahr entfliehen. Die sind jetzt wieder dieser Gewalt und diesem Missbrauch ausgesetzt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen bei der Thematik gesetzliche Schulpflicht oder nicht. Es gibt aber auch genügend Kinder, die in der Schule gemobbt werden, die Aggression ausgesetzt sind, die Ausgrenzung ausgesetzt sind, die auch Zugang zu Drogen haben. Ja, das darf man halt alles nicht vergessen. Das passiert ja auch vor allem in den Schulen oder wo eben Gleichaltrige aufeinandertreffen. Also die Medaille hat immer zwei Seiten und es ist immer wichtig, beide Seiten zu betrachten. Aber für mich ist diese Thematik Missbrauch oder häusliche Gewalt kein Grund, an der gesetzlichen Schulpflicht festzuhalten. Da müssen andere Maßnahmen greifen. Mich interessiert natürlich jetzt eure Meinung zu dieser Thematik, gesetzliche Schulpflicht oder nicht, Homeschooling, Freilernen, legalisieren. Was sind eure Gedanken dazu? Was ist eure Meinung dazu? Beschreibt auch gerne eure persönliche Erfahrung mit euren Kindern. Ich freue mich über regen Austausch unter diesem Video, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und sage bis ganz bald.